Ja, was geht ab, der Sifi? Heute werden wir auf Reaction-YouTuber reagieren. Also ich komme einfach mal, ich erkläre es euch einfach mal. Da gab es einen YouTuber, welcher vor ein paar Monaten, beziehungsweise vor einem halben Jahr, mich mal anscheinend in einem Video erwähnt hat. Und ich habe mir einfach gedacht, hey, ich kann es mir doch mal gerne angucken. Wieso ich das weiß, dass ich da vorkomme, ist durch meinen Bruder. Der, wie eigentlich alle Geschwister, ich habe ja 5 Geschwister, die gucken sehr drauf auch, die lesen auch gerne die Kommentare durch, auch wenn jetzt irgendwo ein anderes Video von mir rüber online geht, also wenn jetzt zum Beispiel bei Ju oder bei Blad jetzt Video online gekommen ist, die gucken sich super, super gerne die Kommentare an, natürlich ich auch, aber die schicken mir dann die besten Kommentare, so, oh mein Gott, der ist voll süß, so, und schicken mir die Kommentare, dann hat mein Bruder heute mir einen Videolink geschickt, ich dachte mir so, what the fuck ist das, Alter, da hat er mir einen Ausschnitt geschickt, ich habe es aber noch nicht angeguckt, aber ich habe mich selber gesehen. Auf WhatsApp kann man ja sehen, so ganz kurz, wenn man jemandem ein Video schickt, weißt du, oder wenn man, ja, hat man so wie eine, so ein Thumbnail und da war ich und da halt war ein anderer YouTuber und ich so, okay. Ja gut, dann hören wir doch uns mal rein, was der gute René zu sagen hat über mich. Gibt ja wahrscheinlich einen Grund, warum ich hier drin bin. Und ja, ich bin sehr gespannt und ich weiß nicht, was ich sagen soll dazu, aber ja, let's go. Meine Damen und Herren, willkommen zum heutigen Video auf meinem Kanal. Ja Leute, das ist das 3. Video in 3 Tagen und nein, ich bin nicht auf Koks. Leute, heute geht es... Angenehm, ich mache seit 2 Jahren täglich ein YouTube-Video und nein, ich bin nicht auf Drogen. So ein Bar-Reaction-YouTuber, was no ich auch sagen will, es gibt Bar-Reaction-YouTuber, die wirklich unterhaltsam sind, die machen das wirklich nicht schlecht so, wisst ihr, was ich meine? Dann gibt es erstens die Leute, die glauben, sie sind die übelsten Musikproduzenten und haben für Kollega Kapital, Mero, alles schon produziert, die haben alles produziert, okay, die haben alles produziert. Dann gibt es die Leute, die keinen Plan haben, aber immer das Gleiche sagen so, boah, der Beat, krank, krank. Die Hi-Hat da hinten, krank, krank. Und dann gibt's Leute... Ich habe keine Ahnung, ich habe schon Ahnung. Ich will mich jetzt nicht... Ich will, also erst so zweite Person ist einfach einer, der sich so tut, als ob er sich auskennen will und der andere ist einfach dumm. Sagen wir mal so. Ich bin, glaube ich, der in der Mitte ist, der ist einfach... Also ich probiere es unterhaltsam zu machen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich glaube, ich bin einfach der in der Mitte, der einfach den Song genießt. Ich glaube, ich feiere einfach die Songs, ich gucke nicht, ich schaue, ob mir die Stimme gefällt, ich schaue, ob mir der Text gefällt. Ja, Beat kann ich nicht so viel zu sagen, da ist ein Snare und, ne? Aber darauf gehe ich überhaupt nicht ein. Also, ich bin gespannt, was er zu mir sagt. Ich anscheinend gehöre ich ja zu dieser Gruppe dazu, oder auch nicht. Ich bin sehr gespannt. Wie mich, die ist einfach nur für Klicks machen. Die machen das nur für Klicks. Ich bin kein Reaction-Kanal, aber wenn ich Reaction mache, meistens für die Klicks. Es ist so. Es ist einfach so, weißt du? Kommen wir zum nächsten Punkt. Die Leute sagen, dass das ihr eigenes, dass das ihr eigener Kanal ist. Checkt ihr, was ich meine? Ist es auch irgendwo. Nee. Aber deren Videos wird nicht geklickt, weil sie interessant sind, sondern weil Leute einfach nur sehen wollen, wie andere Leute auf diesen Song reagieren. Checkt ihr, was ich meine? Deswegen versuche ich so wenig. Das ist bei sehr vielen Reaction-Kanälen so. Würde ich jetzt aber nicht bei mir sagen. Also ich krieg immer mal wieder mit, wie einfach Leute so einfach ein Video gucken von mir, weil sie mich sehen. So, ja, auf der einen Art hat er schon auch recht, dass viele Leute natürlich rüberkommen von dem anderen YouTuber, der jetzt, von dem, wenn ich jetzt mich als Beispiel nehme, wenn ich auf jemanden reagiere von Rapper, zum Beispiel auf Reportagen, das feiert ihr ja, ich habe auch wieder ein paar Nachrichten gekriegt, ja, es ist wegen mir, die gucken, okay, ne, wenn wir mal ganz kurz auf dieses Thema zurückgreifen, wenn wir auf dieses Thema greifen. ja, es kommen natürlich aber auch Leute rüber, die halt nur eine Reaction sehen wollen und schauen wollen, was die andere ihre Meinung ist. Das ist auch true, ja. Aber es gibt tatsächlich YouTuber bzw. kleinere Reaction-Kanäle, wo die einfach die Leute sehen wollen, was hat der denn, was denkt der so, ja. Reaction, wie es geht zu machen. Und wenn ich Reaction mache, dann auf meine Art. Wisst ihr, wie ich meine? Einfach komplett behindert. Shirin Dave. Bist du? Ist doch nicht so schlimm. Komplett behindert, das ist deine eigene Art. Da haben ja die Leute, die halt vielleicht ein bisschen lost sind, vielleicht ist es einfach deren Art. Genauso wie die Leute, gut, die erste Person, die ja gesagt hat, die so tun, die gehen mal auch ein bisschen auf den Sack, aber, ne, soll natürlich kein Front sein. Gegen die Leute, die sind, ich nenne jetzt hier keine Namen. Aber ich bin ja selber ich. Ich meine, ich kann nicht gut Deutsch, merkt man ja auch hier. Das mache ich aber nicht extra, weil ich einfach keine Ahnung habe, was ich sagen soll. Ja. Und jetzt
Ich habe den Faden verloren. Fuck. Das ist diese Nacht um 0 Uhr rausgekommen und ich habe mir das bis jetzt noch nicht angeguckt, beziehungsweise angehört, weil ich das jetzt mit euch das allererste Mal zusammentun wollte. Wenn ein Reaction-YouTuber sagt, dass er noch nie den Song gehört hat, hat er ihn schon 20 Mal gehört. Safe. Nee. Wenn ich das sage, nee. Also ich mache meine Reactions, könnt ihr mir glauben oder natürlich auch nicht. Wenn etwas rauskommt, ich habe es mir davor noch nicht angeguckt und ansonsten würde ich das in der Reaction sagen. Natürlich ganz viel Spaß. Aber bei mir werde ich sagen, ich habe es noch nicht gesehen. Dann oh, ich sehe schon Platz 1 auf den Trends. Auf den Trends. Finde ich jetzt nicht schlimm. Ei, das ist wieder derselbe Schriftzug wie in dem letzten Video. Wer schaut auf den verfickten Schriftzug? Bis ich das red immer, ich schwöre. Hab keinen Plan, was bei den Leuten abgeht. Der Schriftzug ist dasselbe. Vorletzten Video. Okay. Oh, braune Haare. Wenn ihr das halt geblieben ist, dann ist okay. Dann achtet sie halt darauf. Also ich habe bis jetzt noch kein Problem mit dieser jungen Dame, die ihr nicht sehen könnt. Gut, aber wenn ich das so abtackt, gut. Stopp, bevor es losgeht. Ich sehe gerade, sie hat so eine ähnliche Haarfarbe wie ich. Es gibt 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Davon haben wahrscheinlich 1 Milliarde Menschen braune Haare. Okay, die Aussage ist schon ein bisschen okay, aber ich, also okay, ja. Leute, nächster, ich kann mir den nicht geben, Schau mal, was geht denn jetzt zu Nüfe hier? Wer ist? Oh, nee. Ich habe so das Gefühl, dass er mich jetzt gerade hops nehmen will. Oh, nee, es ist so cringe, Alter. Oh Gott. Okay, ich bin gespannt, was ist es auf die Reaktion, die ich damals hochgeladen habe auf InScope, was war das nochmal? Oh. Leute, nächster, ich kann mir den nicht geben, Schau dir das geht nicht zu nüfen hier. Wer ist da? Schau dir das geht nicht zu nüfen. Wait, das war's? Wait, ich hab ein Video angeklickt, weil ich dachte, ich komme da vor und dann nimmt mich hops. Das war's? Wait, ey, dann bin ich anscheinend jemand, der das gut macht. Ja, ich nehm's als Kompliment auf jeden Fall. Schön, dass dir meine Begrüßung gefallen hat. Vielleicht komme ich noch. Ich bin gespannt. Es kann ja nicht sein, dass ich das alles ist. Man kann schon so viel sagen, ne? Erstens, der Beat ist richtig nice. Der Beat könnte absolut zum Kotzen sein, sie wird sagen. Der ist super. Ganz kurz zum Outfit, ich finde die Louis Vuitton Pullover von beiden sehen einfach richtig nice aus. Die sehen einfach so krass schlicht aus, aber man sieht einfach direkt, dass die von Louis Vuitton sind und ich finde die richtig hübsch, richtig geil. Okay. Du siehst mich im Fernsehen, ich bin in den Charts. Okay, es ist was anderes. Sie sagt zwei Wörter, er weiß schon, dass es komplett was anderes ist. Das ist was anderes. Ich verstehe sowieso nicht die Reaction-YouTuber. Also ich persönlich, ich sag's euch ehrlich, wie ich's mache. Okay. Ich höre mir den Song einmal ganz an und dann mache ich erst die Reaction. Leute, ihr kennt sicher alle den Moment, wenn ihr so einen Song hört und ihr denkt euch beim ersten Mal so... Bitte was? Dann ist es ja einfach eine komplette Fake-Reaction. Gut, nee, nicht eine Fake-Reaction. Nee, ich muss... Oh Gott, ich muss aufpassen. Eine Fake-Reaction ist es nicht. Es ist eine Reaction, wo ich sagen muss, In meiner Sicht ist eine Reaction, du reagierst das auf das Video zum allerersten Mal. Ich meine, danach weißt du ja, was kommt, und dann ist es ja übel langweilig. Dann, wenn ich jetzt ein Video reinziehen würde, wo ich schon gesehen hätte, würde ich einfach da sitzen, so. Jetzt kommt das, ja, das fand ich übel cool, Ich würde nicht hyped sein wie bei Reportagen oder so, wenn ihr einen Song rausbringt. Ich würde das überhaupt nicht sein, beziehungsweise doch, ich würde schon auch noch mitdancen oder so, aber ich wüsste halt, wie der Text geht und habe schon ein, zwei Sachen vorbereitet. Deswegen ist es auch, ich habe schon wieder den Faden verloren. Den Faden will ich aber nochmal aufgreifen, genau, jetzt. Deswegen, so Reaction, die sich das Video schon angeguckt haben, ja. So.
Und dann, so beim zweiten, dritten Mal, denkt ihr euch so, geht eigentlich fit. Ich weiß sowieso nicht, wie die Reaction-YouTuber so nach zwei Wörtern sagen können, boah, die Hi-Hat da hinten, die Kick, boah, die Stimme, die Höhen und Tiefen. Aber auf jeden Fall, er weiß schon. Gut, wenn man das schon weiß, wenn man dabei war, kannst du ja nicht wissen. Okay, nee, Spaß beiseite. Ja, da muss ich auch ehrlich gestehen, so ein bisschen, ja, wenn man nach zwei Sekunden schon weiß, was kommt und so, hat er wahrscheinlich das Video schon gesehen. Erste Vermutlichkeit. Erstes Ding und zweite Option. Erste Option, zweite Option wäre dann, der Reaction-YouTuber hat halt einfach, will halt reden. Schon, das Lied ist komplett was anderes. Rufst du an? Das bestimmt nicht, weil du mich. Okay, wir haben jetzt. Wow. War das die Hook? Ich bin mir nicht sicher, Freunde, das kann die Hook gewesen sein. Leute, jetzt kommt der Musikproduzent aus ihm raus. Doch, ich kenn dich nicht mehr. Oh, okay, sie lässt hier ein bisschen so. Ja, denjenigen abblitzen, sag ich jetzt mal. Während sie in Dubai chillt, zählt er sein Kleingeld und dann kam dieser Beatcut, kommt hier. Und der passt geil, man. Auch in Labyrinth gab es diesen Beatcut schon mal so ein bisschen. Oder allgemein in vielen Tracks von ihr. Und diese Beatcuts passen sehr, sehr gut rein. Der Beat wird kurz rausgenommen so und dann kommt er wieder rein. Bombe. Wer macht Bar? Oh, ich finde seine Stimme ein bisschen leise, aber ansonsten, ja, das triggert mich ein bisschen, dass der so redet und sagt, Beat, Stop Track, what the fuck auch immer. I don't know. Ich habe den Typen noch nie persönlich kennengelernt, deswegen sage ich jetzt auch nichts Böses gegen ihn. Aber das triggert mich schon ein bisschen. Alter, Junge, red doch einfach normal ins Mikrofon oder schreit so ins Mikrofon, Alter, mir scheißegal. Aber wenn, mach doch, ja gut, außer die Eltern schlafen, habe ich auch schon ein bisschen leiser geredet, aber scheißegal, Alter. Das ist ja, ich meine, ja, aber ja, habe ich ein bisschen getriggert. Bara, wir suchen jetzt noch eine Reaction zu Wer macht Bara 2. Da müsste, haben ja sicher 2 Milliarden Leute reagiert auf Wer macht Bara 2. Okay. Krank, Alter, wie da dann ab. Er kommt auf sein ganzes Leben nicht klar. Also wie da dann abgeht. Krank, wie da dann hier abgeht. Nice, Enno. Boah, heftiger Effekt. Regie, kann man diesen Blick bitte jetzt einblenden? Er dachte wahrscheinlich, dass die Kugel vom Panzer jetzt durch den Bildschirm rauskommt. Okay, anscheinend war das Video gegen den letzten. Ja, okay. Ja, ne? Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin ja nicht mehr vorgekommen. Mashallah. So, und jetzt, das muss ich zugeben, das habe ich schon gecheckt. Ich habe gecheckt, da bin ich ein bisschen, ich sag mal, der Allmann auf YouTube. Mein lieber René, falls du wieder das machen solltest, ich glaube, das machst du mal auch mehr öfter. Bitte, mach die Links bitte rein, ja? Weil, ne? Du benutzt ja auch fürs Video, da kannst du auch hinschreiben, hier Reaction-Typ 1, 2 und 3 und 4 und so. Ist für mich jetzt nicht schlimm. Mein Link müsste da nicht drin stehen, weil ich fucking nochmal 2 Sekunden da drin war. Mir kein Problem. Wäre auch kein Problem gewesen, hätte ich 2 Minuten und nicht drin wäre. Mir macht das nichts aus, aber vielleicht so für die anderen oder so oder allgemein. Ich meine, ich mache es ja auch, es gehört sich einfach dazu, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht. Könnt ihr mir natürlich auch unten in die Kommentare reinschreiben. Aber ich finde immer so Links, ich hab's gesehen. Guck mal, Leute, hier oben. Loredana, jetzt rufst du an, Reaction, Sommer, Cengo, Gringo. 0,5 von 2 Punkten würde das jetzt geben. Warum 2 Punkte, weiß ich nicht. Er schreibt einfach hier, ich meine, wenn ich das eingebe, no front, lieber René, wenn ich das jetzt hier, in YouTube eingebe, da kommen tausende Reaction-YouTuber. Just saying, ja. Also da willst du. Wo ist dieser Typ, Alter? Ist er das? Nee. Ist er das? Nee. Oh, und da kommen schon andere Videos. Seht ihr, Leute, das ist das, was ich meine.
So, das 0,5, das ist überhaupt immer das, was du gegoogelt hast, reintust. Aber ja. Ich würde sagen, falls euch das gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr mehr YouTuber wisst, die auf mich reagiert haben, dann schreibt mir das gerne unten in den Kommentar rein. Würde mich natürlich sehr interessieren, was andere Leute über mich denken. Ich bin sehr ein offener Typ. Ich gehe gerne auf Kritik ein, falls jemand Kritik hat. Was ich natürlich schon denke, dass das jemand hat. Es gibt ja auch Leute, die mich hassen oder einfach Kritik haben. Ich bin sehr offen, Leute. Lasst mir gerne meine Meinung unten in den Kommentaren da. Und ja, ich bin sehr gespannt. Haut rein. Tschö, bitte. Peace, peace. Und heute auf Twitch vorbeikommen. Ihr wisst Bescheid. Peace.